Schönen guten Abend, darf man glaube ich schon sagen, um 17 Uhr, vor allem am Vorabend eines wichtigen Feiertages. Ich hoffe, Sie sind noch nicht unterwegs und im Garten und müssen sich jetzt nicht mit einem Bier uns hier zu Geschäftsführungsfehlern und Haftungsrisiken für Muttergesellschaft zu Gemüte führen. Ich hoffe, Ihnen geht es erstmal gut. Wir von Wenner, wir sind wohlauf. Wir fangen so langsam wieder an, unsere Büroschlüssel zu entstauben und ab und zu mal reinzuschauen. Natürlich gedämpft, nicht alle sofort gleichzeitig, das alles einigermaßen organisiert, denke ich mal. Also uns geht's gut und ich freue mich natürlich, dass Sie wieder dazugeschaltet haben, beziehungsweise das erste Mal bei uns dabei sind, bei einem besonderen Leckerbissen des französischen Rechts. Die Geschäftsführerhaftung ist ein Klassiker und die Haftung der Muttergesellschaft macht immer Angst. Wir wollen vielleicht ein bisschen aufräumen mit irgendwelchen Mythen, die es da gibt, Klarheit schaffen, objektiv berichten und das Ganze aber auch in pragmatisch interessanten Rahmen zu fassen. Hierfür haben wir wieder ausgewählte Panelists dabei, witzigerweise alle von der Kanzlei Wenner, die Sie vielleicht auch schon kennen, stelle ich Ihnen gleich nochmal vor. Vorab natürlich, wir haben ja die Reihe der Webinare angefangen im Rahmen der Corona-Krise und dieses Thema, was wir heute behandeln wollen, ist natürlich ein Thema, was gerade auch in der Corona-Krise relevant ist, aber eben nicht nur. Haftungsrisiken geben sich für Geschäftsführer und für Muttergesellschaften auch außerhalb der Corona-Krise. Aber vor allen Dingen heutzutage stellt sich halt diese Frage insbesondere, denn Geschäftsführer sind in der Situation, wo sie unglaublich viele Dinge gleichzeitig machen müssen, versuchen die Geschäfte weiter so zu führen, dass die Rentabilität stimmt, sprich oder dass man eben von der Liquidität her noch gut aufgestellt ist, den Gesellschaftern die Fragen beantworten, die Arbeitnehmer aus HR-Gesichtspunkten abholen, moralisch aufbauen, dafür zu sorgen, dass sie sich wohlfühlen und dazu noch die Hygiene und die Schutzvorschriften, die man hier einzuhalten hat, am Arbeitsplatz alle 1:1 umzusetzen. Das ist mehr als kompliziert, auch für uns als Arbeitgeber in der Kanzlei ist das nicht einfach. Und daher besteht natürlich immer das Risiko und vielleicht auch so eine Gefahr der Unbeweglichkeit, dass man vor lauter Angst nicht mehr weiß, was man tun muss und dann macht man vielleicht gar nichts. Also das ist eine Gefahr und bevor wir auf die Thematik eingehen, will ich nochmal eine kurze Wiederholung machen zu dem, was wir letztes Mal oder ich glaube vor zwei Webinars erklärt hatten, wie die Wiederaufnahme der Aktivitäten denn zu gestalten ist und was man beachten muss. Denn da war ja ein Teil, und da gebe ich gleich das Wort weiter an meinen lieben Freund und Partner Uwe Augustin aus dem Arbeitsrecht bei uns, da war ja ein Teil, wenn ich mich richtig erinnere, darauf abgestellt, dass wir sagten, ja, wenn du natürlich die Regeln nicht einhältst, dann haftest du. Was war das denn nochmal, Uwe, vielleicht vorab? Also, guten Abend erstmal. Da kann man sich sicherlich zwei verschiedene Haftungsrisiken vorstellen. Das eine ist natürlich eine zivilrechtliche Haftung, wenn der Arbeitnehmer durch die Nichteinhaltung der Hygiene- und Sicherheitsvorschriften krank wird oder möglicherweise sogar stirbt und das im Zusammenhang mit der Arbeit geschieht, dann kann man da sicherlich zivilrechtliche Risiken sehen, die aber nach französischem Recht über das Sozialversicherungsrecht abgefedert werden, also der Arbeitgeber da nur indirekt später eine Rolle spielt. Aber ganz klar ist natürlich, dass auch schon das Arbeitsgesetzbuch sagt, wenn ich diese Pflichten zur Wahrung der Sicherheit und Gesundheit meiner Arbeitnehmer nicht einhalte, dann kann ich da auch strafrechtlich schon haften. Und da reicht die reine Fahrlässigkeit schon aus. Und dazu kommt dann noch das Strafrecht allgemein, wo dann, wenn ich da zum Beispiel eine fahrlässige Tötung oder Körperverletzung, deren schuldig bin, dann hafte ich da auch nochmal. Da gab es ja große Diskussionen gerade auch, kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu bei dir, Martin, inwieweit da die Geschäftsführung ein bisschen entlastet werden soll in dieser schwierigen Phase. Aber ich habe jetzt ein Wort in den Mund genommen schon mehrmals und auch du, Uwe, hast du gesagt, ja, was passiert, wenn ich hier den Arbeitnehmer nicht genug schütze? Wer ist denn ich? Wer ist denn der Geschäftsführer? Und Martin, ich gebe dir mal das Wort. Martin Riedel, du hast jetzt die schwere Aufgabe zu versuchen, die Geschäftsführerhaftung ein bisschen aufzubereiten und
Theorie ein bisschen praxisnah zu darzustellen. Ich gebe dir mal noch ein Beispiel mit, was du hoffentlich dann im Rahmen deines Diskurses aufnehmen kannst. Fall, den wir auch kennen, Leute, die ganz früh in der Krisenphase sich entschieden haben, zum Beispiel ihre Produktion einzustellen, obwohl sie vielleicht in der Lage gewesen wären, das über einen Teilbetrieb noch weiter fortzusetzen, aber aus Sicherheitsgründen und Schutzgründen der Arbeitnehmer gesagt hat, nee, wir machen hier komplett zu. Und dieser Geschäftsführer sieht sich zwei Monate später einer drastischen Einbruch des Umsatzes entgegen. Und da stellt sich natürlich die Frage, inwiefern war vielleicht diese etwas vorschnelle, sicherlich gut gemeinte, zum Schutze der Arbeitnehmer gedachte Einstellung der Produktion, inwiefern besteht da ein Haftungsrisiko für den Geschäftsführer? Aber ich lass dich erstmal vielleicht zur Person des Geschäftsführers was sagen, Martin. Ja, schönen guten Abend, Jens. Also das ist ja richtig. Normalerweise würde man ja immer von der Anspruchsgrundlage ausgehen, also bei deinem Fallbeispiel erstmal schauen, wie könnte eine Haftung sich überhaupt darstellen. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, dass man sich vorher erstmal Gedanken darüber macht, wer denn vom französischen Recht da als Geschäftsführer gesehen wird. Und der erste Fall, also wir haben eigentlich drei Fallkategorien. Die erste Kategorie ist die am einfachsten zu fassen. Das sind diejenigen, die in dem Handelsregister auch auf dem Handelsregisterauszug als Geschäftsführer aufgeführt sind. Da die Kategorien aber da auch so ein bisschen unterschiedlich sind, beziehungsweise die Bezeichnung, wäre es vielleicht gar nicht schlecht, wenn mein Kollege aus dem Gesellschaftsrecht, der Matthias, uns mal ganz kurz darstellt, welche verschiedenen Bezeichnungen es dafür gibt, damit gerade die Leute, die vielleicht diesen Titel auf ihren Visitenkarten tragen in Deutschland, auch wissen, dass sie in Frankreich auch auf dem Handelsregister stehen und vom französischen Recht als Geschäftsführer gewertet werden. Ja, Sie sehen, ja. Wir bilden einen Spannungsbogen. Wir sagen erst, wer Geschäftsführer ist, und dann sagen wir, was Sie denn zu erwarten haben. Prima, gefällt mir prima, Martin. Also Matthias, schieß los. Ja, gerne. Hallo zusammen. Also im Prinzip kommt natürlich immer auf die jeweilige Haftungsgrundlage darauf an, aber im Prinzip ist im französischen Recht nahezu immer von Dirigeant die Rede. Und ein Dirigeant kann im Prinzip ein verschiedenstes Gesellschaftsorgan sein. Also das würde jetzt nicht nur der klassische Geschäftsführer im Französischen vielleicht mit Gérant zu übersetzen sein, sondern natürlich auch ein Präsident bei einer SAS, ein Generaldirektor etc., sondern auch, das können auch Verwaltungsratmitglieder, Vorstandsmitglieder und Ähnliches sein. Also das ist jetzt nicht nur eine klassische Geschäftsführungsposition, sondern je nach Haftungsgrundlage und natürlich auch Aufgabe der jeweiligen Funktion oder der jeweiligen Person, können das natürlich auch andere Gesellschaftsorgane sein. Richtig, da kommt es, glaube ich, immer auf den Aufgabenbereich drauf an. Und man muss auch dazu sagen, dass es natürlich in Frankreich immer weniger SAs gibt, sei denn, man ist an der Börse notiert. Und in der SA hat man ja die Multitude of Corporate Offices mit dem Conseil d'Administration, mit dem Direktor General, also da mit den ganzen Verwaltungsratmitgliedern, dem Verwaltungsrat und so weiter, ist nicht die Regel. Bei einer SAS kann es sowas geben. Ich kann Ihnen nur raten, schauen Sie mal in Ihre Satzung rein. Haben Sie denn überhaupt einen Aufsichtsrat? Sitzt da vielleicht zufällig irgendjemand von Ihnen in der Geschäftsführung in Deutschland mit drin? Und was ist denn die Aufgabe dieses Aufsichtsrats? Und abhängig davon wird man dann wohl Ihnen sagen können, ist das hier eher eine geschäftsführende Funktion oder nicht? Aber auf jeden Fall ist das nicht nur auf die Präsident, Direktor General oder Gérant beschränkt. Aber da hört es ja auch nicht auf, Matthias, wenn ich das richtig verstehe. Ja, das kann natürlich noch weitergehen. Das kann natürlich auch de facto Dirigent oder de facto Geschäftsführer mit umfassen. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Kategorie. Also das ist im Prinzip, es gibt keine Legaldefinition dafür, aber das sind im Prinzip Personen, die sich aktiv in die Management- und Führungstätigkeit einmischen und das in Unabhängigkeit und ohne Unterordnung im Prinzip. Also das ist nicht irgendwie, das kann eine Muttergesellschaft sein, das kann ein Gesellschafter XY sein, also da gibt es nicht eine bestimmte Kategorie, sondern wie das Wort de facto schon sagt, das ist nicht der auf dem Papier Geschäftsführer ist, sondern der es in Wirklichkeit ist.
Und ich glaube, der sich auch dementsprechend verhält. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Punkt, auf den wir nachher nochmal eingehen, weil das sicherlich eines der Einfallstore ist für die Haftung von Muttergesellschaften. Aber generell in Konzernen muss man ja sagen, ist unsere Erfahrung, Uwe, das kannst du sicherlich aus dem Arbeitsrecht auch bestätigen, es ist ja meistens in der Matrixstruktur immer so, dass irgendjemand aus der vom Konzern in gewissen Bereichen praktisch fast unabhängig auch mit französischen Arbeitnehmern umgeht und hier schaltet und waltet, auch Strategieentscheidungen trifft. Und da muss man halt aufpassen, wie weit das geht. Also in Konzernen muss man da vorsichtig sein. In der Regel ist das der Fall. Aber in der Tat, diese faktische Geschäftsführung ist etwas, die einem Probleme bereiten kann. Und Martin, du sagst uns jetzt, was für Probleme? Oder wollen wir noch kurz auf die Möglichkeit eingehen, wie man denn vertraglich zu einem Geschäftsführer werden kann? Martin, was meinst du? Ja, also der Matthias hat ja jetzt schon mal die spannendsten Themen eigentlich vorweggenommen, indem er die de facto Geschäftsführerschaft angesprochen hat. Vielleicht, wenn wir noch mal ganz kurz bei der ersten Kategorie bleiben, wo wir ja nur diejenigen haben, die auf dem Handelsregister aufgeführt sind. Da ist es ja manchmal auch so, dass das keine natürliche Person ist, sondern bei der SAS gibt es ja die Möglichkeit, auch eine juristische Person einzusetzen. Und dann kommen wir an quasi eine andere juristische Person, die auch im Ausland sitzen kann, oftmals die Muttergesellschaft, manchmal auch eine andere Gesellschaft aus der Gruppe und über die auch dann an die Haftung der natürlichen Person, die wiederum Geschäftsführer dieser geschäftsführenden Gesellschaft, also in dem gestuften Geschäftsführerverhältnis ist. Und da sind wir immer noch in dem Rahmen der normalen Geschäftsführung. Das hat nichts mit de facto Geschäftsführung zu tun. Also wenn die Muttergesellschaft, die GmbH, die Gesellschafterin ist der französischen Tochter, dort als Präsidentin eingetragen ist, dann ist der Geschäftsführer der GmbH automatisch auch von dieser Geschäftsführerhaftung betroffen. Und das ist ganz wichtig, weil da brauchen wir gar keine zusätzlichen Tatbestandsmerkmale mit Einmischung oder Ähnlichem, sondern da kommen wir automatisch zu der Haftung hin. Ja, ist eine Sache, die dieses französische Recht bietet, die das deutsche Recht, glaube ich, nicht bietet, diese juristische Person als Präsident bei einer SAS oder als Direktor General. Aber unsere Erfahrung ist, dass das immer weniger gemacht wird aus übrigens deutsch-steuerrechtlichen Gründen, weil man Angst hat, dass man in Deutschland eine Betriebsstätte begründet, wenn man eine deutsche Gesellschaft zum Beispiel als Präsident einsetzt. Aber die Thematik ist klar, wenn eine Person morale, juristische Person hier in der Präsidentschaft sitzt, ja, dann haften natürlich die Vertreter dieser Gesellschaft auch direkt. Da muss man nicht über die faktische Geschäftsführung gehen, was du jetzt gerade gesagt hast. Und dann gibt es ja noch die Möglichkeit, das eben vertraglich auf den Dritten abzuwälzen. Ja. Genau, also da sprechen wir von der Delegation de pouvoir, also dass ich bestimmte Kompetenzen übertrage an jemanden oder eben vergesse, das zu machen und das nicht tue. Wenn ich nämlich zum Beispiel in Deutschland der Prokurist bin der deutschen Gesellschaft und gleichzeitig auch der Präsident oder Geschäftsführer bei einer SAL der französischen Gesellschaft, dann würde es ja Sinn machen, dass ich an jemanden, der tatsächlich vor Ort ist und zum Beispiel die Einhaltung dieser Hygienevorschriften auch tatsächlich kontrollieren kann, dass ich meine Verantwortung, vor allem die strafrechtliche Verantwortung, auf vertragliche Art und Weise an den übertrage. Und das geschieht nicht immer. Da tragen dann auf einmal die strafrechtliche Haftung weiterhin die Personen, die einfach nur auf dem Handelsregisterauszug aufgeführt sind, aber tatsächlich vielleicht einmal im Jahr nach Frankreich fahren und nicht überprüfen können, ob in den Büroräumen, in den Fabriken etc. die Sicherheitsvorschriften tatsächlich eingehalten werden. Ja, ganz wichtig, Delegation Pouvoir. Schauen Sie bei sich auch in den Konzernen, wenn Sie in der Gruppe sind, nach, ob es sowas gibt, ob die auch alle noch wirksam sind. Oft liegen die in der Schublade und es steht irgendeine Klausel drin, dass die automatisch wegfällt, wenn sich an den Mandatsträgern was ändert. Und wenn dann schon zweimal was gewechselt wurde, dann ist sie natürlich nicht mehr wirksam. Aber interessant
das Tool ist es auf jeden Fall, weil man eben die strafrechtliche Haftung auf jemand anders abwälzen kann. Nur diese Person darf dann halt auch nicht der Praktikant sein, der gerade 2 Monate im Laden ist, sondern das muss schon jemand sein, der mit der ordentlichen Erfahrung ausgestattet ist. Aber was kann man denn jetzt hier, machen wir es mal nicht mehr so spannend, was kann man denn dann hier für eine Haftung verhindern oder vermeiden? Oder jetzt haben wir über die strafrechtliche Haftung gesprochen, aber generell, welche Haftung droht denn einem Geschäftsführer und wann? Also, bevor wir mal zu der einfachen gesellschaftsrechtlichen Haftung kommen, vielleicht vorneweg, das, was hier in Frankreich am spannendsten ist, weil man das in Deutschland in der Form auch nicht kennt. Es betrifft Insolvenzverfahren und da genauer gesagt das Liquidationsverfahren. Also wenn wir ein Insolvenzverfahren haben, wo eine Weiterführung der Geschäfte nicht möglich ist und der Liquidator einfach nur versucht, die bestehenden Aktiva zu liquidieren, um daraus die Passiva zu befriedigen. Wenn wir da eine sogenannte Deckungslücke haben, also einen Unterschied von den Passiva, die den Wert der realisierten Aktiva übersteigt, dann versucht oder überlegt der Liquidator normalerweise, ob er nicht die Geschäftsführer für einen Fehler bei der Geschäftsführung in Haftung nehmen kann. Und das, was da besonders interessant ist, und das unterscheidet sich, glaube ich, in der Form doch sehr vom deutschen Insolvenzrecht, dass die Haftung, auch wenn sie nur einen kleinen Teil dieser Differenz, dieser nicht gedeckten Differenz der Passiva ausmacht, dazu führt, dass der Geschäftsführer, und wenn da mehrere sind, die Geschäftsführer zusammen, wenn sie jeweils einen Geschäftsführungsfehler begangen haben, dass sie für das gesamte Passiv haften, also für das, was nicht durch die Aktiva gedeckt ist. Und das kann im Extremfall doch eine ziemliche Überraschung darstellen. Für natürliche Personen sowieso. Wer möchte schon gerne mit seinem Privatvermögen auf einmal für die Schulden der französischen Tochter haften? Aber über das Beispiel, was Matthias ja schon angesprochen hat, kommen wir da auch oftmals über die de facto Geschäftsführerstellung rein, indem der Liquidator überlegt, hat sich die Muttergesellschaft in Deutschland oder deren Geschäftsführer nicht vielleicht in die Geschäftsführung eingemischt, indem sie bestimmte Entscheidungen einfach angewiesen haben, ohne dem französischen Geschäftsführer dort Ermessen zu erlassen und dadurch sich in das Risiko gebracht haben als de facto Geschäftsführer. Aber Martin, ich mache mal eine Klammer auf. Mir fällt gerade auf, du sitzt gar nicht im Dortmund-Trikot da. Du sitzt hier mit Hemd und Krawatte. Das ist etwas überraschend. Ich hätte nach dem Derby-Sieg eigentlich erwartet, dass du da mit deinem Trikot da sitzt. Ja, Glückwunsch nochmal nachträglich. So, jetzt mache ich die Klammer wieder zu. Ich brauche aber doch auch einen Geschäftsführungsfehler. Es langt ja nicht, dass ich mich, wenn ich jetzt über die de facto Geschäftsführung spreche, in die Geschäftsführung einmische, sondern ich muss ja auch noch einen Fehler machen. Was ist denn das bitte für ein Maßstab? Oder wo finde ich denn, wie kann ich mich denn schützen, dass ich keinen Fehler mache? Oder wann ist denn ein Fehler da? Genau. Also eine faute de gestion, wie man das im Französischen nennt, ein Geschäftsführungsfehler. Das kann jeder. Oh, Martin, jetzt habe ich den Sound verloren von dir. Ich weiß nicht, ob das den anderen auch so geht. Martin, ich glaube, wir hören dich nicht mehr. Ja, aber Entschuldigung, das war mein Mikro, mich ausgebremst. Wenn man gefährliche Sachen sagt, dann bremst das der Computer automatisch. Wieder der Spannungsbogen, also, Wahnsinn. Also es geht die Frage, was eine faute gestion ist, das ist ein unbeschriebener Rechtsbegriff, der durch die Rechtsprechung ausgefüllt wird und dementsprechend immer die Gefahr in sich birgt, dass ein paar Jahre später ein schlauer Jurist, der auch nicht unbedingt Unternehmer ist, da wesentlich kritischer herangeht, als das ein Unternehmer tun kann in der Situation, wo man schnell eine Entscheidung treffen kann. Vielleicht, um den Spannungsbogen jetzt nochmal zu erhöhen, bevor wir auf den Spezialfall hier im Insolvenzrecht ankommen, nochmal die Frage an Matthias, weil da kommt der Begriff der faute gestion eigentlich her. In dem Verhältnis zu den Aktionären, was sagt da eigentlich die Rechtsprechung zu dem Tatbestandsmerkmal des Fehlers? Ja, gerne. Also im Prinzip ist die Rechtsprechung gerade im Verhältnis zu den Aktionären nicht
nicht, sagen wir mal so, nicht sehr auskunftsfreudig. Also die meisten Fälle kommen aus insolvenzrechtlichen oder insolvenznahen Tatbeständen. Jetzt nicht unbedingt schon im Liquidationsverfahren, aber zumindest ist die Insolvenz nicht weit weg. Und wie du schon richtig gesagt hast, Martin, gibt es da nicht irgendwie eine Standardauslegung? Es gibt natürlich Maßstäbe, die angelegt werden. Also es gibt Rechtsprechungen, die immer wieder von einem Geschäftsführer ausgehen, nicht wirklich wie ein guter Geschäftsmann oder ein sorgfältiger Geschäftsmann, der auch aktiv ist, etc. Also, aber es gibt jetzt nicht wirklich eine gesetzliche, auch nicht durch die Rechtsprechung festgelegte Bestimmung. Was natürlich gesagt werden kann, ist, es kommt auf die Art der Mission an, wie vorher schon gesagt, und es wird auch immer berücksichtigt, ob es jetzt zum Beispiel ein vergüteter Geschäftsführer ist oder nicht. Wenn man dafür vergütet ist, wird grundsätzlich ein strenger Maßstab angelegt, als wenn es kein vergüteter Geschäftsführer ist. Also es gibt schon so Kriterien, aber es gibt jetzt nicht die Zauberformel. Das heißt, ich schaue immer, Matthias, wenn ich das richtig verstehe, so eine Art Ex-Post-Betrachtung und setze dann den Maßstab ein, wie hätte sich meines Erachtens aus Juristensicht der Unternehmer eigentlich verhalten sollen. Ja, also das ist vielleicht wieder nicht ganz so. Die Betrachtung ist zum Zeitpunkt, in dem sich der Geschäftsführer befand, grundsätzlich, was aber natürlich faktisch schwierig ist, weil das Verfahren wird irgendwann wahrscheinlich 3, 4, 5 oder vielleicht noch länger Jahre später stattfinden. Und derjenige, der da dann mit einer wirklichen Betrachtung zum Zeitpunkt, in dem der Geschäftsführer die Entscheidung getroffen hat, der das kann, der kann wahrscheinlich, der ist wirklich abstrakt unterwegs. Da ist man, glaube ich, immer so ein bisschen beeinflusst von den Nachrichten. Aber da bin ich ja ein bisschen bei dem, was wir heute Morgen in unserem französischen Webinar schon gesagt haben. Um diese Arbeit zu erleichtern und um auch vielleicht rechtfertigen zu können, warum, kann man ja nur raten, so viel wie möglich zu dokumentieren, um es dem Dritten, dem Richter dann eben leichter zu machen, zu verstehen, warum ich diese Entscheidung getroffen habe. Genau, also im Prinzip, was man vielleicht als Ratschlag sagen kann, ist erstens dokumentieren, wie, warum und wann ich die Entscheidung treffe. Und dazu kommt auch, dass ich grundsätzlich, gerade wenn es komplexere Sachverhalte sind, aber überhaupt allgemein, auch Ratschläge einhole, ob das jetzt interne Sachen sind von internen Leuten in meinem Unternehmen, die Kompetenzen haben oder die mehr in der Materie sind, als ich jetzt selber bin, oder auch von externen Beratern. Gerade wenn es kompliziertere Sachen sind, die eben nicht in meinem Spezialgebiet sind, weil ja niemand von uns jetzt in allen Spezialgebieten unterwegs ist. Aber jetzt komme ich zurück zu meinem Beispiel von vornherein. Dieser Geschäftsführer, der sich frühzeitig entschlossen hat, zuzumachen, ist da eventuell, bist du so flexibel im Kopf, um mir sagen zu können, ja, das könnte einer sein, oder sagst du, naja, eigentlich nicht, oder wann könnte es denn einer sein? Was muss noch dazukommen in meinem Beispiel? Der Geschäftsführer, der vorzeitig zumacht? Mhm. Also, der Geschäftsführer, der vorzeitig zumacht, ohne jetzt irgendwie ohne dass es dafür einen Anlass gibt, meinst du? Das kann man sich natürlich immer schwer vorstellen. Also ich denke, weil wenn jemand jetzt vorzeitig zumacht, dann muss man sich natürlich ansehen, wie und warum diese Entscheidung entstanden ist. Weil das ist vielleicht auch noch was. Die Gerichte sagen grundsätzlich, eine Geschäftsführungsentscheidung wird grundsätzlich nicht auf ihre Auswirkungen oder auf, ob das jetzt eine gute Entscheidung war für das Geschäft oder nicht, allein hinterfragt. Was auch angesehen wird, ist, wie kam man eben zu dieser Entscheidung, das Ganze drumherum. Und wenn sich dokumentieren lässt, begründet, warum, auch wenn es vielleicht im Nachhinein sich als vorsichtige oder übervorsichtige Schließung herausstellt, aber wenn ich dokumentieren kann, warum ich zu dieser Entscheidung gekommen bin und warum es vielleicht auch unter Anführungszeichen vertretbar war, auch wenn es vielleicht vorzeitig war, unter Anführungszeichen, warum es dann noch, aber dann kann man das, glaube ich, nicht als unbedingt als Geschäftsführungsfehler ansehen. Jetzt zu dir wieder, Martin.
erlöse uns mal. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen dem Foot de Gestion oder dem Geschäftsführungsfehler, den der Matthias jetzt gerade versucht hat aufzuzeigen, und demjenigen, der zur berühmten passiven Auffüllungsanspruch führt, wenn es einen gibt? Ja, also den Unterschied gibt es seit 2017, wo der Gesetzgeber eigentlich versucht hat, den Geschäftsführer in der Insolvenz zu privilegieren, indem er zusätzlich das Tatbestandsmerkmal aufgenommen hat, dass eine reine fahrlässige Fehlentscheidung nicht ausreichend sein soll für diese Haftung. Da folgt natürlich dann als nächstes die Frage, was ist denn noch einfache Fahrlässigkeit und was geht darüber hinaus? Erzeugt also meine Haftung? Und vielleicht ein Beispiel, damit man sieht, dass die Sache doch nicht so ganz einfach ist. In den letzten Jahren, also den zwei, wo das existierte, waren eigentlich die meisten Gerichte und Sachverständigen der Meinung, dass nur die Nichtberücksichtigung der Anmeldungsfrist, also in Frankreich muss man 45 Tage, nachdem eine Insolvenz vorliegt, muss man die Öffnung eines Insolvenzverfahrens beantragen. Und die nur Überschreitung dieser Frist, da sagte jeder, naja, das ist ja nur fahrlässig. Das kann ja keine grobe Fahrlässigkeit sein, erst recht keinen Vorsatz, jedenfalls schwer nachzuweisen. Und da gab es im Februar eine Entscheidung des Kassationsgerichtshofes, die gesagt hat, in dem entschiedenen Fall waren sie 60 Tage rüber. Das hört sich jetzt erstmal viel an, aber das Problem ist ja, dass der Zeitpunkt der Insolvenz später vom Gericht festgestellt werden kann. Das heißt, wenn die das ausreichend in die Vergangenheit verlegen, kommen die sehr schnell dahin, dass dieser Zeitpunkt von 45 Tagen überschritten ist und vielleicht auch sogar um ein oder zwei Monate. Und dann ist man in der Haftung drin. Und auch wenn die Kausalität vielleicht für einen kleinen Punkt des Gesamtdifferenzschadens verantwortlich war, haftet man auf einmal für die gesamte Differenz. Und in der Entscheidung, die wir da gerade angesprochen haben, ist auch interessant, dass es darum einen de facto Geschäftsführer in Form der Muttergesellschaft gab. Also man sieht da doch schon die Gefahr für die Zukunft, dass Insolvenzverwalter das als Einfallstor nehmen werden und sich denken, naja, wenn wir nur dieses Argument mit der Frist schon bringen und wir haben die Muttergesellschaft, haben wir zwei Sachen, wo einfach jemand nichts gemacht hat. Er hat nämlich nicht gehandelt, obwohl er es hätte tun sollen, und kommen vielleicht darüber an seine Haftung dran. Also da sehe ich schon eine große Gefahr, dass das, wenn Unternehmenspleiten jetzt infolge der Covid vielleicht häufiger werden, ein Versuch gestartet wird von Insolvenzverwaltern, häufiger auf die Muttergesellschaften zurückzugreifen und diese Privilegierung der Fahrlässigkeit im Endeffekt keine allzu hohe Hürde darstellen wird. Matthias, der Unterschied zur Klage oder zum Risiko gegenüber den Gesellschaftern oder gegenüber der Gesellschaft an sich, haben wir jetzt dargestellt, was das Tatbestandsmerkmal des Geschäftsführungsfehlers darstellt. In der Praxis, gibt es denn viele Fälle, wo die zivilrechtliche Haftung des Geschäftsführers ausgelöst wird? Oder hast du da ein bisschen Input uns zu geben? Also wenn man jetzt absieht von Fällen im insolvenzrechtlichen Kontext, die jetzt von Martin gerade beschrieben wurden, ist es ja so, dass die zivilrechtliche Haftung des Geschäftsführers vorrangig von Gesellschaftern oder beziehungsweise der Gesellschaft und geltend gemacht werden kann. Also der erste Geschädigte bei Geschäftsführungsfehlern ist ja grundsätzlich die Gesellschaft, die das auch vorrangig geltend machen kann. Die Gesellschafter sind dann, entweder machen sie auch im Namen der Gesellschaft geltend oder wenn sie einen separaten Schaden, den sie auch nachweisen können, erlitten hat, also einen unterschiedlichen Schaden, können die das auch grundsätzlich geltend machen. Diese Fälle sind, abgesehen von Fällen, in denen es jetzt zu einer persönlichen Bereicherung des Geschäftsführers kam, sind diese Fälle aber eher selten. Also dass die, was wir hier vor allem sehen, ist, dass es zu einer
Kündigung des jeweiligen Geschäftsführers kommt, aber dass dann zusätzlich eben abgesehen von Fällen der persönlichen Bereicherung noch Schadenersatzansprüche geltend gemacht werden, ist in der Praxis eigentlich eher selten. Das könnte sich vielleicht dann ändern, wenn es irgendwann zu einer Veräußerung der Gesellschaft kommt und sich bei den Gesellschaftern was ändert. Genau, also das kann natürlich ein Mittel sein im Rahmen von einer Restrukturierung, von einem Verkauf, dass der neue Gesellschafter versucht, über dieses Mittel jetzt noch beim ehemaligen oder damaligen Geschäftsführer nochmal Geld oder Schadenersatz geltend zu machen. Ja. Ja, und da haben wir, glaube ich, das Problem, das ist ja jetzt wieder ein bisschen unser Bereich im M&A-Bereich, dass man da nicht einfach, dass eine Entlastung diesbezüglich eigentlich nichts bringt. Also wenn man im Rahmen eines Verkaufs darauf pocht, dass die Gesellschaft den Geschäftsführer noch schnell vorher entlasten muss, das bringt nichts, denn eigentlich kann die Gesellschaft gar nicht auf einen Anspruch gegen den Geschäftsführer verzichten, weil es eben wieder ihr Gesellschaftsinteresse wäre, sowas zu tun. Das heißt, dieser Anspruch bleibt eigentlich immer weiter bestehen und dadurch hat natürlich der Gesellschafter oder der Käufer unter Umständen ein Einfallstor, um hier gegen den Geschäftsführer vorzugehen. Und wenn da zufällig auch irgendwie noch eine Muttergesellschaft in der direkten juristischen Geschäftsführung mit drin setzt, hat man auch einen Anspruch gegen den Verkäufer. Also das ist ein Thema, da muss man aufpassen, da kann man sich aber schützen. Da gibt es verschiedene Redaktionsmöglichkeiten, um den zumindest auch den Verkäufer hierzu schadlos zu stellen. Geschäftsführer wird schwieriger, aber das bringt mich zur Frage, was ist denn jetzt mit Dritten? Du hast jetzt gesagt, Gesellschafter, Gesellschaft, wann können denn Dritte auf den Geschäftsführer direkt zugreifen? Genau, also Dritte können auf den Geschäftsführer grundsätzlich nur, also dann zugreifen, da ist eine zusätzliche Hürde, wurde von der französischen Rechtsprechung von den Zivilgerichten eingebaut, und zwar nur dann, wenn ein trennbarer Fehler vorliegt, also faute séparable oder détachable de fonction, wie man in Frankreich sagt, und das ist laut Auslegung der Gerichte dann der Fall, wenn es ein besonders schwerwiegender Fehler ist, der mit der Ausübung der Funktion des Geschäftsführers nicht vereinbar ist. Also und im Grundsätzlichen sind das auch nur vorsätzliche Verhaltensweisen. Also das ist eine ziemlich extreme Kategorie. Da kann man im Prinzip vor allem irgendwelche strafrechtlich relevanten vorsätzlichen Handlungen drunter subsumieren etc. Das ist natürlich schon nochmal ein extremer Schritt. Kannst du mir da mal ein Beispiel nennen, nur damit ich mir das irgendwie konkret vorstellen kann, was ich, also abgesehen von dem strafrechtlichen Teil, aber vielleicht auch anhand des Beispiels, das ich eingangs erwähnte, wann wäre denn eine solche trennbare Fehlentscheidung vorliegend oder ein faute détachable? Was müsste man sich da vorstellen? Ja, da könnte man im Beispiel jetzt, wenn ich die Gesellschaft verfrüht zusperre, könnte man sich natürlich vorstellen, dass jetzt der Geschäftsführer die Gesellschaft verfrüht oder vorzeitig zusperrt und in gleichermaßen die Kunden zu einem von ihm gegründeten oder von seiner näheren Familie gegründeten Konkurrenzunternehmen ableitet. Da muss man sich dann natürlich schon fragen, ob jetzt nicht doch irgendwie noch ein zusätzlicher Anspruch vorliegt. Aber kann ich denn da nicht, also ich verstanden, das ist natürlich nochmal ein zusätzlicher Filter oder mal eine zusätzliche Erschwerung. Man muss diese Trennbarkeit nachweisen, eine besondere Schwerwiegendheit. Aber kann sich der Geschäftsführer nicht trotzdem einfach ruhig in seinem Bett wieder rumdrehen und gut schlafen? Weil meistens gibt es doch nicht die GNO-Versicherung. Dann ist doch eigentlich alles okay. Jein. Kommt natürlich immer auf die Polizei in der D&O-Versicherung, also auf die Versicherungspolizei an. Was wir sehr oft sehen oder was wir oft gesehen haben, ist, dass natürlich solche trennbaren Fehler in der trennbaren Geschäftsführungsfehler, also von der Versicherung natürlich ausgeschlossen werden. Die decken sowas normalerweise nicht. Das muss man natürlich sagen. Also
Ja, also vorsichtig, DNO-Versicherungen sind nicht die Carte Blanche für ich habe hier gar nichts zu befürchten. Da gibt es Ausnahmen wie in jeder Versicherung und diese Ausnahmen können unangenehme Konsequenzen für die Geschäftsführer haben. Jetzt Martin, nochmal zu dir zurück. Sind wir bei uns, haben wir glaube ich soweit erstmal alles abgefrühstückt oder hast du noch was, was dir auf dem Herzen liegt hinsichtlich Insolvenzrecht oder Ähnliches. Ansonsten würde ich weitermachen mit einem weiteren Beispiel aus unserem täglichen Leben und da versuchen, so ein bisschen die Risiken zu erläutern. Ja, gerne. Ja. Okay. Also wir haben, es ist ja so, auch wieder was vielleicht, was meinen eigenen Bereich angeht. Man schaut, wo Aktivitäten momentan im M&A-Markt sind und wir sehen, dass die Aktivitäten, die es gibt, sind oft, wenn sie nicht in einem nicht beeinträchtigten Sektor stattfinden, sind oft darin begründet, dass man ein Distressed Business versucht abzustoßen oder andersrum ein sehr gut gehendes Business versucht zu veräußern, um mit den Mitteln, die man einnimmt, das eigene Business wieder zu restrukturieren und auf profitable Beine zu stellen. Und das Beispiel, was ich jetzt gerne mit euch besprechen würde, ist auch wieder ein Fall, mit dem wir öfter zu tun hatten, dass man eben sagt, in der Gruppe, pass auf, wir haben ja ein Business, wir haben zwei Businesses in einer Gesellschaft. Das eine geht ein bisschen besser, das andere geht ein bisschen schlechter. Durch die Krise wurde dieser Unterschied noch prononziert. Und wir haben so ein bisschen Angst, dass uns das schlechte Business, unser gutes Business, die Beine wegzieht und alles in die Insolvenz rutscht. Nicht so schön. Lass uns doch versuchen, das gute Business irgendwo an eine Newco auszugliedern, die vielleicht auch zur Gruppe gehört. Und dann versuchen wir hier so weiterzumachen. Dann haben wir ja unser schönes Business gesichert, Matthias. Wenn du sowas hörst, an welche Risiken siehst du da für den Geschäftsführer, wenn wir mal mit ihm anfangen, aber auch darüber hinaus eventuell? Ja, also grundsätzlich gibt es natürlich verschiedene Risiken. Da kommt wieder, also die Geschäftsführer in solchen Fällen natürlich die unterliegt natürlich der klassischen Haftung, die wir schon kurz angesprochen haben, also Haftung für Geschäftsführungsfehler. Und was wir vielleicht noch nicht gesagt haben, er hat natürlich auch ein Haftungsrisiko bei Satzungsverletzungen oder bei Gesetzesverletzungen. In deinem Fall kann es natürlich schon mal der erste Punkt ganz interessant sein, wenn ein Geschäftsführer hier den Geschäftsbetrieb verkauft, dann ist es für ihn natürlich schon interessant zu wissen, ob nicht in der Satzung irgendwo was gibt, dass ihm das verbietet oder zumindest nur nach Zustimmung der Gesellschafter erlaubt. Das sind natürlich die ersten Risiken. Danach gibt es natürlich weitere Risiken, dass auch wenn das natürlich innerhalb der Gruppe passiert, jetzt in deiner Annahme, muss natürlich trotzdem gewährleistet sein, dass das zu unter Anführungszeichen normalen Konditionen passiert. Das heißt, dass wenn hier ein gutes Business verkauft wird, muss natürlich auch eine entsprechende Gegenleistung gegeben sein. Das sind hier vielleicht beim Geschäftsführer ganz wichtige Sachen. Sehe ich auch so. Da gilt auch wieder, glaube ich, das Gleiche. Dokumentieren, holen sich einen Dritten mit rein. Und aus Gruppensicht oder Konzernsicht sage ich vorsichtig mit Entscheidungen, die Sie von Ihrem Gesellschafts- oder von Ihrem Konzernsitz treffen. Denn sobald Sie solche Sachen entscheiden und vielleicht einfach auch in der, sagen wir mal, eine Stärkeposition gegenüber dem lokalen Geschäftsführer sind, der das mitmacht, dann sind Sie unter anderem auch mit drin. Vielleicht nicht alleine dadurch, dass man zustimmt, weil es in der Satzung so vorgesehen ist. Aber wenn die Initiative dieser Veräußerung oder dieser Restrukturierung von Ihnen ausgeht und das wird dann quasi nur so umgesetzt vom Geschäftsführer, dann sind Sie vielleicht auch in der faktischen Geschäftsführung und riskieren, selbst wieder hier den Kopf hinhalten zu müssen. Ich glaube, das ist ein wichtiges Beispiel, aber ich möchte das Beispiel auch nochmal umdrehen. Jetzt nehmen wir mal an, ich würde nicht das Business veräußern, dem es gut geht, sondern ich veräußere das, dem es nicht gut geht und vielleicht an einen Dritten, der ein Turnaround-Spezialist ist und der sagt, oder an Manager und sagt, hey, hier komm, nimm und mach und das schaffst du schon und viel Spaß dabei, veräußere die ganze Sache, Betriebsübergang, Arbeitnehmer gehen mit.
da müsste man ja eigentlich dem Geschäftsführer der veräußerten Struktur die Hand schütteln und sagen, prima, hast alles richtig gemacht, denn er hat sich ja von dem Teil getrennt, der nicht lief. Was siehst du da für Risiken? Oder bist du da der richtige Ansprechpartner? Muss ich da vielleicht an meinen Kollegen Uwe Augustin gehen? Aber was wirst du mir jetzt gleich sagen? Genau. Also grundsätzlich, in solchen Fällen gibt es natürlich vertragliche Haftungsansprüche. Aber das ist hier nicht wirklich so ein Thema, weil die können ja größtenteils ausgeschlossen werden. Was natürlich interessant sein kann oder zu wissen sein kann, gerade wenn es jetzt auch gegen eine eventuelle Muttergesellschaft oder Ähnliches geht, ist, dass es auch Fälle gibt, in denen die deliktische Haftung, also die außervertragliche Haftung geltend gemacht werden kann. Und das betrifft hauptsächlich Fälle, in denen eben Arbeitnehmer betroffen sind. Darum ist vielleicht Uwe auch der richtige Ansprechpartner hier. Also im Prinzip ist es so, dass was ich als Verkäufer grundsätzlich natürlich schon eine gewisse Verantwortung habe, dass ich, wenn ich mein Risiko hier minimieren will, dafür Sorge tragen sollte, dass das auch das Business so weit zumindest mittel- bis langfristig weitergeführt werden kann. Also zumindest mittelfristig sollte das eine Weiterführung grundsätzlich möglich sein. Das gilt für die Arbeitnehmer. Rein theoretisch gilt es ja vielleicht auch für irgendwelche Vertragspartner, ja, die auch darauf vertrauen, dass da jetzt alles gut weiterläuft. Und auch die könnten ja rein theoretisch da eigentlich als klagende Personen in Fragen kommen auf der deliktischen Basis. Aber faktisch sehen wir das natürlich immer nur mit Arbeitnehmern. Und Uwe, ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, dass du uns noch kurz beglückst mit, ich sehe, wir sind ein bisschen spät dran, aber wir machen, glaube ich, heute ein bisschen weiter, weil ich gerade dieses Thema sehr spannend finde und aus deutscher oder generell ausländischer Sicht für eine Besonderheit halte. Das, was der Matthias gerade sagte, dass der Verkäufer unter Umständen einer deliktischen Haftung unterliegt gegenüber den Arbeitnehmern. Hast du sonst noch irgendwelche Schätze in deinem Gruselkabinett der französischen Rechtsprechung, die einen derartigen Fall betreffen, und kannst uns ein bisschen erhellen diesbezüglich? Also da gibt es, natürlich kann ich da gerne glänzen mit ein paar Fallbeispielen. Also es gibt da verschiedene Fallgruppen, die in der Rechtsprechung behandelt wurden, weil, so wie der Matthias das ja eben schon gesagt hat, ne, ich meine, was dann letztlich passiert, ich veräußere dieses Business und der Übernehmer schafft es dann nicht, das zu restrukturieren. Also es kommt dann letztlich, wie es kommen muss. Ich habe entweder Kündigungen auszusprechen, Sozialpläne umzusetzen, oder später gehe ich sogar in diese Insolvenz. Und da haben die Arbeitnehmer natürlich über verschiedene Rechtsinstitute versucht, dann möglicherweise auf den Veräußerer oder auf die Muttergesellschaft wieder zuzugreifen. Der einfache Fall ist eigentlich, dass man, dass da so eine genannte Mitarbeitgeberschaft versucht wurde zu konstruieren, dass also die Muttergesellschaft als Betreiber dort Mitarbeitgeber war und dadurch natürlich für die Arbeitnehmer ein viel solventerer Schuldner gefunden wurde. Oder eben auch für andere Sachen, für Wiedereingliederungsmöglichkeiten, also dass dann möglicherweise mehr Stellen offen waren und Ähnliches. Voraussetzung ist aber nach einer doch recht langen und schwierigen Entscheidungsfindung durch die Gerichte, dass das heute nur noch Extremfälle sind. Also da muss eine ganz klare Vermischung der Interessen sowohl als bei der Geschäftstätigkeit als auch der Unternehmensinteressen als auch auf Leitungsebene bewiesen werden. Also sind diese Fälle wohl eher selten. Es gibt aber auch andere Fälle. Aber Uwe, nur dass ich das richtig verstehe, diesen Teil dieser Mitarbeitgeberschaft. Das ist ja ein Thema, was nicht unbedingt nur im Rahmen einer Veräußerung zur Debatte steht, sondern das ergibt sich ja schon alleine in einer Struktur mit einer Muttergesellschaft drüber, in einem Konzern. Wenn unten ein Arbeitnehmer, der gefeuert ist, der Meinung ist, aber eigentlich habe ich de facto immer dem Herrn so und so in der Zentrale in XY berichtet und der hat mir immer gesagt, was ich zu tun habe, dann, na gut, ob das dann eine Mitarbeitgeberschaft oder eigentlich die einzige Arbeitgeberschaft ist, ist wieder eine andere Frage. Aber das ist ja nicht nur in dem Fall ein Äußerungsszenario, ne? Ja gut, aber normalerweise, da hast du natürlich recht, auf jeden Fall. Also diese Mitarbeitgeberschaft kann natürlich auch anderweitig konstruiert werden, aber insbesondere eben dann,
Da musst du dann dieses Subordinationsverhältnis, was ja die Basis ist für jedes Arbeitsverhältnis, bewiesen werden. Also ich muss dann schon darstellen als Arbeitnehmer, dass derjenige aus der Gruppengesellschaft eigentlich mein tatsächlicher Vorgesetzter war und eben mir nicht nur funktional gesagt hat, was ich machen soll, sondern tatsächlich auch entschieden hat, wann ich in Urlaub zu fahren habe, wann ich anzutreten habe und welche Uhrzeit und Ähnliches, über meinen Bonus entschieden hat, Vergütung und Ähnliches. Diese Fälle spielen aber in Kündigungsstreitigkeiten eher selten die Fälle, weil in diesen Fällen, die da durch die Rechtsprechung entschieden wurden, da gab es dieses Subordinationsverhältnis gar nicht. Also da hat die, das ist eine reine Konstruktion durch die französische Rechtsprechung, wo die gesagt haben, naja, auch wenn es da jetzt tatsächlich kein Über-Unterordnungsverhältnis gibt, wenn ich diese Interessen, Tätigkeits- und Direktionsvermischung habe, dann haften die trotzdem, obwohl sie da tatsächlich keine direkten Weisungen gegeben haben. Das ist, wie gesagt, auf Extremfälle beschränkt. Also die Gruppe darf durchaus ihre Tochtergesellschaften wirtschaftlich dominieren und natürlich die Geschäftstätigkeiten koordinieren. Aber wenn man sich da zu sehr einmischt und da jegliche Autonomie auf Ebene der Tochtergesellschaft genommen wird, dann habe ich da ein Haftungsproblem. Also das ist das eine, habe ich verstanden. Und darüber hinaus, was gibt es sonst noch für denkbare Fälle, in einem Szenario, also wir haben ja eingangs das Szenario dieser Ausgliederung eines Bad Assets an einen Dritten. Man könnte sich auch das Beispiel nehmen einer Tochtergesellschaft, der es schlecht geht, ja, Muttergesellschaft verkauft die. Auch da ist, glaube ich, von der Arbeitnehmerschaft, die übertragen wird und die dann im Endeffekt vielleicht oft, was ja wirklich auch oft der Fall ist, in der Insolvenz landet, dass die sich auch gegen die Muttergesellschaft, gegen den Verkäufer wendet im Share Deal oder eben gegen den Verkäufer direkt wendet im Asset Deal. Das ist schon ein relevantes Risiko. Also auf jeden Fall. Natürlich ist das ein überschaubares Risiko normalerweise, weil es da letztlich nur ums Geld geht. Ne? Ich meine, da ist ja nicht, dass ich meinen Arbeitnehmer zurücknehmen muss, sondern ich muss dann schon einen gewissen Schaden nachweisen. Und den kann ich dann möglicherweise zusätzlich zu der Tochtergesellschaft als direkter Arbeitgeber dann eben über die Gruppengesellschaften oder die Muttergesellschaft dann auch reinholen. Aber es gibt natürlich auch Fälle, wo die Gruppe so entschieden hat, dass das faktisch nur zum Nachteil der Tochtergesellschaften war. Und da hat man dann tatsächlich in solchen extremen Fällen auch eine deliktische Haftung angenommen, wo dann eben auch ein gesonderter Schaden nachgewiesen wird. Und dann gibt es noch einen letzten Fall, den wir nicht angesprochen haben, der sicherlich... Jetzt wird es spaßig, ich merke es schon. Wo die Muttergesellschaft tatsächlich die Tochter, die schlecht lief, an den Dritten veräußert hat und die Gesellschaft aber nicht so ausgestattet hat, dass das Business tatsächlich dort bei der Tochter in der neuen Gruppe leben konnte. Und da haben dann die Arbeitnehmer nach langem Kampf über viele Jahre aber es geschafft, dass man tatsächlich den Vertrag, mit dem das Unternehmen übertragen wurde, auf diese neue Gruppe für nichtig erklärt hat. Und das bedeutet natürlich, dass das alles zurückabgewickelt werden musste und dass letztlich selbst nach 10 Jahren oder mehr letztlich sich die Gruppe, nachdem sie das Business veräußert hatte, wieder mit diesen Sachen auseinandersetzen musste. Also wie könnte man, mit welchem Beispiel könnte man besser enden als mit diesem? Das ist der ultimative Angstrechtsprechung, die aber tatsächlich ja auch über die Gerichte und über die Rechtsprechung hin, über die Instanzen hin bestätigt wurde letztendlich. Das sind immer wieder Extremfälle, da darf man nicht sagen, oh Gott, kann uns das auch blühen? Ja, es könnte schon, aber es muss schon extrem sein. Und was wir merken, und Matthias, da kannst du vielleicht jetzt nochmal ein bisschen aus unserer Erfahrung im NBA-Bereich was erzählen, dass gerade dieses Risiko, sei es jetzt die Wiedereingliederung, Worst-Case-Szenario, oder auch vor allen Dingen auch das Schadensersatzrisiko durch gewisse Tipps und Tricks in der Redaktion vielleicht oder in der Verhandlung vorhinein verhindert werden kann. Ja, also verhindert ist immer sehr schön. Ich würde mal sagen, minimisiert, sagen wir es mal so. Natürlich, was wir gerade auf Verkäuferseite sehen, ist, dass auch im Rahmen der Verhandlungen und dann auch vertraglich ganz oft eine gewisse Sicherheit gegeben wird oder gefordert wird, was Businessplans, zukünftige Cashflow-Rechnungen etc. angeht, um sicherstellen zu können als Verkäufer, dass die geplante
Businessmodell des Käufers auch lebensfähig ist. Was unter Umständen natürlich dann auch dazu führt, wenn es dem jeweiligen Unternehmen schon nicht so gut geht, dass irgendwelche Cash-Injektionen und Ähnliches gemacht werden. Ja, also das ist und da hat man dann die Möglichkeit eben zu sagen, dass man sich eventuell noch eine Garantie für die Arbeitnehmer mit einbauen lässt, dass man die über eine gewisse Zeit nicht kündigen darf und so weiter. Das sehen wir sowohl bei Asset als auch bei Share Deals mittlerweile im Distressed-Bereich. Ja. Das ist schon so. Aber immer vor dem Hintergrund, dass eben dem Verkäufer und auch der Muttergesellschaft hier tatsächlich ein Risiko droht, dass die Arbeitnehmer bei ihr oder bei ihnen Regress suchen. Und das ist sicherlich eine Ausnahmesituation. Ich komme zurück auf meinen Post bei LinkedIn, wo ich gesagt habe, Spoiler Alert, auch in Frankreich gibt's eine beschränkte Haftung für Gesellschafter. Das ist ja immer noch das Prinzip und da rüttelt ja eigentlich auch keiner dran. Aber natürlich ist man in der deliktischen Haftung immer ausgesetzt, wenn man Fehlentscheidungen trifft oder wenn man sich wie hier eben in irgendwelche Bereiche rein bewegt, wo man mit Arbeitnehmern zu tun hat, die man immer zu schützen hat. Ich denke in diesem Sinne, ich schaue auf die Uhr, wir sind, glaube ich, ein bisschen drüber, machen wir für heute Schluss. Aber nein, machen wir nicht, weil ich möchte noch mit einem anderen Gedanken und mit einem anderen Rechtsbegriff ein bisschen aufräumen. Und Matthias, das ist, glaube ich, das Letzte, was wir jetzt heute machen wollen. Und zwar ist es das Soutien abusif. Ich gebe dir ein Beispiel. Es gibt ganz viele Gesellschaften, leider, oder es ist halt einfach so, die über Jahre hin von ihrer Muttergesellschaft, sei es jetzt eine französische Mutter oder eine deutsche Mutter oder Österreich, Schweiz oder wo immer die Mutter auch sitzt, finanziell unterstützt wurde und es nur so geschafft hat, der Zahlungsunfähigkeit zu entkommen. Sprich, man hat Gesellschafterdarlehen nach Gesellschafterdarlehen gegeben, ab und zu hat man wieder rekapitalisiert und wieder ein Gesellschafterdarlehen wieder Gesellschafterdarlehen. Ich lese jetzt immer mehr oder höre von Mandanten, oh, ich glaube, wir sind hier in einem Soutien abusif, also in einer missbrauchlichen Unterstützung, in Klammer auf, eines defizitären Unternehmens. Und dann besteht mir ja, haben wir ja ein Riesenhaftungsrisiko. Ist das denn so? Es kommt darauf an. Nein, also grundsätzlich ist das wieder ein Fall, der Richtung Insolvenzrecht geht, weil das ist ein Haftungstatbestand, den es wirklich im Insolvenzrecht gibt, diese missbrauchliche Gewährung eines Kreditgewährung. Aber das ist natürlich eine missbräuchliche Gewährung allein reicht nicht mehr, reicht heute nicht, um die Haftung eines Kreditgebers in Anspruch zu nehmen. Da die gesetzliche Lage hat sich nämlich hier verändert, jetzt schon vor mehr als 10 Jahren nämlich. Und abgesehen von der missbrauchlichen Gewährung eines derartigen Kredits gibt es nämlich jetzt nur noch 3 Fälle, die zusätzlich vorliegen müssen, um die Haftung hier geltend machen zu können. Das ist entweder eine betrügerische Handlung, eine charakterisierte Einmischung in die Geschäftsführung oder eine Gewährung von unverhältnismäßigen Sicherheiten. Also eines dieser 3 Bestandsmerkmale muss zusätzlich zur missbräuchlichen Gewährung von Krediten vorliegen. Also die Tatsache allein, dass ich ein Unternehmen finanziell unterstütze, reicht hier natürlich nicht, um in die Haftung von einem missbrauchenden Unterstützung reinzukommen. Was man sich natürlich fragen sollte, ist, wenn man über Jahre hinweg wirklich die Aktivität finanziert, ob hier nicht irgendwo vielleicht doch ein Problem vorliegt. Ob das jetzt Transferpreise oder Ähnliches sind, kommt immer auf den Einzelfall drauf an. Ja, aber oder für den Geschäftsführer zum Beispiel. Die Gewährung von einem Darlehen. Bitte? Ja, für den Geschäftsführer auch, der über Jahre das immer so mitgemacht hat, ohne irgendwelche Maßnahmen zu treffen. Da kann man sich auch die Frage stellen, ob da nicht ein Risiko irgendwo existiert. Genau, ja. Was hier getan wurde, wenn das wirklich strukturelle Defizite sind, strukturelle Verluste waren, was hier getan wurde, um aus dieser Situation rauszukommen. Grundsätzlich ist es auch so, dass das ist nur im insolvenzrechtlichen Fall anwendbar. Und wenn zum Zeitpunkt der Gewährung noch eine Möglichkeit auf eine
auf eine Rettung unter Anführungszeichen bestand, reicht das schon, um diese missbräuchliche Kreditgewährung ebenso so auszuschließen. Also das ist wieder eine Einzelfallentscheidung, die seit dieses Gesetz hier verschärft wurde, beziehungsweise die Haftungsmöglichkeit eingeschränkt wurde, hat unseres Wissens, glaube ich, ein oder zwei Fälle überhaupt gegeben, die vom obersten französischen Gerichtshof, in denen vom obersten französischen Gerichtshof hier eine Haftung bestätigt wurde. Die gute Nachricht, wenn ich zusammenfasse, ist, alleine durch die Tatsache, dass sie ihre Gesellschaft in Frankreich auch über Jahre und systematisch durch Gesellschafter darin unterstützen, ist nicht alleine Ursprung eines Haftungsanspruchs gegen sie, auch in der Insolvenz nicht, soutien abusif. Da können sich Geschäftsführungsfehler vielleicht irgendwo drin verstecken oder eine faktische Geschäftsführung vielleicht auch irgendwo drin verstecken, aber das alleine reicht nicht aus. Was können wir sonst noch mitnehmen von heute? Wir können mitnehmen von heute, dass es für Geschäftsführer durchaus einige Risiken gibt, auch gerade in der Krise heute. Diese Risiken kann man aber zum Teil auch an Dritte delegieren. Schauen Sie nochmal nach, weiß ich, was Sie für Delegation Pouvoir für Vollmachten mit strafrechtlicher Haftungsabwälzung abgeschlossen haben und was ist das Risiko? Ja, umfangsmäßig, wir wissen, in der Liquidation kann das bis zu den gesamten Verbindlichkeiten der Gesellschaft geben, Super-GAU. Die DNO-Versicherung ist nicht immer das Allheilmittel, die greift auch manchmal nicht und bei Restrukturierungsmaßnahmen, sei es innerhalb der Gruppe oder sei es an einen Dritten, passen Sie bitte auf, lassen Sie sich den Preis abchecken von einem Dritten, sprechen Sie auch mit Ihren Beratern oder mit anderen Leuten, dokumentieren Sie, warum Sie das alles so tun. Und vor allen Dingen passen Sie auf mit Ihren Arbeitnehmern, agieren Sie immer so, dass es mit gutem Gewissen und im Sinne des Gesellschaftsinteresses und im Sinne der Arbeitnehmer Sinn macht, was hier passiert. Und sobald irgendein Alarmzeichen bei Ihnen im Kopf sagt, naja, ob das jetzt so toll ist für die Arbeitnehmer, da können Sie davon ausgehen, dass in der Tat irgendwas nicht ganz hundertprozentig richtig ist und da besteht wahrscheinlich auch ein mehr oder minder prägnantes Risiko. In diesem Sinne, wenn Sie Fragen haben, bitte schreiben Sie uns per E-Mail, über LinkedIn oder auch gerne machen Sie Kommentare für den Fragebogen, den wir Ihnen immer zuschicken. Schauen Sie beim nächsten Mal wieder mit rein. Bleiben Sie gesund und ich wünsche Ihnen vor allen Dingen jetzt einen schönen Feierabend und einen erholsamen Feiertag für alle, die ihn genießen können morgen. Und ansonsten, das Wochenende ist ja auch nicht mehr sehr weit. Das gilt ja auch für uns. Und ich verabschiede jetzt auch meine Panelists in den Feierabend, hoffe ich für euch und wünsche euch noch einen schönen Abend und danke euch. Mach's gut. Danke. Tschüss. Ciao. Danke, tschüss.